Herzlich willkommen zum neuen Part von Let's Play Zufallsschach. Wir spielen gegen Spirea 1894 und was machen wir hier schon wieder für einen Scheiß? Dame H5 droht. Dann sollte ich mal auf jeden Fall mal Springer H6 spielen. 8, du heilige Scheiße. Das ist natürlich ein Argument, Läufer G5. Eine Gammelstellung, ey. Oh Mann. Also gefühlt stehe ich schon minus 3. Beziehungsweise plus 3 für Weiß. Naja, mal sehen, was wir hier raus fischen können. 2-2-21 haben wir. Wir haben fast eine Schnapszahl. Wenn wir das gewinnen, haben wir vielleicht 2-2-22, je nachdem. Dann Pech haben wir sogar 2-2-23. Ja los, zieh. Das ist der Vorteil am Zufallsschach. Man gewinnt immer Zeit. Warum spielt er denn Dame A5? Das verstehe ich gar nicht. Ein Turm ist gedeckt, mein Freund. Jetzt kriege ich Angriff. Jetzt fühle ich mich nicht mehr schlecht. Jetzt fühle ich mich sogar gut. Moment. Eine Dame hängt. Das sollte ich auf jeden Fall in Erwägung ziehen. Ich kann auch nicht irgendwas mit Angriff machen. Das ist blöde. Frage mich, ob... Dame D4, Dame A8, Dame B2. Ja, das sollte gehen. Ich möchte keinen Damen tauschen und Dame D4 ist so der aggressivste Zug. Richtig Aggro-Zug. Okay, er lässt es gar nicht so weit kommen, spielt Springer C3. Ja. Dann decken wir mal unseren Türmchen. Eigentlich mit Läufer B4. Achso, jetzt sind G6. Immer noch Läufer B4. Mach ich denn auf Dame G3? Muss ja schon Springer E5 spielen. Also sonst hängt C7 und G6. Oh Mann. Hätte er mal auf A8 genommen, hätte ich mich ein bisschen besser gefühlt. Oha. Wir müssen auch hochieren. Kostet es, was es wolle. Dann ist C7 auch gedeckt. Muss dann auch immer auf Züge aufpassen mit Dame F3, weil dann droht immer A8 matt. Wenn ich hochiert habe. Ich darf Dame F3, Dame E4 nie mit Tempo kommen lassen. Okay, jetzt zum Beispiel Rochade wäre natürlich richtig scheiße. Ich würde gerne rochieren, aber C6 möchte ich eigentlich auch nicht spielen. Aber es ist wahrscheinlich der einzige Zug. D5 sieht richtig komisch aus. C6 ist am wenigsten noch annähernd spielbar. Rumänien, ne? Ist das hier? Ja. Oh, Turm D2 sieht komisch aus. Wegen manchen Festlungen, die ich auf H6 habe.
Wenn zum Beispiel Dame zieht, aber okay, im Moment hat er sowieso noch. Irgendwas nach F4 stellen, aber trotzdem irgendwann mal könnte das möglich sein. So wie jetzt Läufer G5 zum Beispiel. Jetzt Läufer G5, gewinnt das nicht schon einfach was? Frage, Springer C6. Ne, ich habe immer Dame C7. Das ist noch ein bisschen besser. Oha. Der spielt echt ein bisschen komisch. Wenn ich jetzt C6 nehmen würde, droht ja D1. Wenn er Dame C6 König B8, dann droht D1. Da kein D6 Schach wegen meinem Turm. Rochieren kann er auch nicht, das ist wichtig. Was hat er so für einen Zug? Ich kann natürlich Turm D1 spielen. Oder Turm H5, Turm D5 sieht auch interessant aus. Oder sogar Turm D2 für Turm E2. Auf Turm D soll man natürlich aufpassen, dass er die Dame F4 hat und dann wieder mein Turm hängt. Das könnte nämlich sehr gut möglich sein. Ach, oder ich spiele einfach Dame D2 Matt, ich voll Idiot. Ja, Dame D2 Matt, ja. Habe ich auch gerade gesehen. Oh. Ja. Manchmal ist man blöd. Ja, gut, das ist natürlich totaler Scheiß hier. Man sollte rausnehmen, anstatt. Sind wir hier schon raus, ne? Anstatt irgendeinen Kack zu bauen. Ganz einfach normal spielen. Das ist halt immer das Problem an diesen Eröffnungen. Man denkt, die spielt total kacke und man müsste das direkt bestrafen. Aber manchmal kann man das ja nicht direkt bestrafen, so wie hier. Das geht halt nicht. Dame G3 ist okay, Springer E5. Hier muss man natürlich Läufer E2 spielen. Darf den Läufer nicht abgeben. Und jetzt stehe ich hier mit meinem kurzen Hemd. Muss ich vielleicht Läufer D6 spielen? Oder dann kommt schon wieder Springer B5. Oder muss ich Bauer D6 spielen? Oder kann ich einfach Läufer E7 spielen? Weil ich dann immer Läufer F6 habe. Kann ich keine Falle machen. Oder Springer F3. Mal rausnehmen. Stehe ich schon wieder hier. Jetzt hängt C7. Geht ganz schnell sowas. Das heißt, ich darf nicht raus, muss Läufer F6 spielen. Und dann kann er immer noch lang rochieren. Jetzt ist das eine viel bessere Stellung als eben. Hier kriege ich natürlich Tempis. Muss C6 spielen, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich möchte unbedingt rochieren. Ja, und das, was ich eben sagte, im Moment hat er halt noch hier Springer F4. Aber jetzt hat er eine weggezogen, dann habe ich direkt Läufer G5. Habe ich damit die zwei nicht eher gesehen? Ja, nach Turm D2 verliere ich natürlich den Turm. Habe ich noch die Idee mit Turm H5, nach Turm D5. Kann er auch nicht verteidigen, aber. Vielleicht kann er auch sowas spielen hier. Naja, selbst das ist ja auch matt. Wenn dann C4. Aber den kann ich auch einfach rausnehmen. Ich kann auch einfach zum H7 spielen.
Naja, okay. Da war ich ein bisschen blind am Ende. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Wir haben keine Schnapszahl. Leider.